Jede Kindheit in Nordfriesland ist eine Kindheit an der Nordsee. Eine Kindheit an der Waterkant. Und so mögen das die Friesen. Wir haben als Kinder in den Dünen Bergsteigen gespielt. Wir waren in der Wüste, wenn wir auf den Knipsat gegangen sind. Wir hatten die gesamten Ozeane der Welt rund ums Haus. Hier im hohen Norden leben ja nicht so viele Menschen. Und manchmal ist es leichter, andere Schafe als andere Kinder zu treffen. Aber was macht das schon? Wozu hat man Geschwister? Wir hatten immer genug zum Spielen, wir hatten immer was vor. Wir hatten dann ja auch Nachbarn und da waren 6 Kinder und wir 5. Und selbst Kinderlärm verhallt in der friesischen Weite. Ich habe meine Posaune mitgenommen und habe mich an Deich gesetzt und am Deich Posaune geübt. Seit den 60ern ist St. Peter-Ording einer der besten Plätze, um wirklich cool zu sein. Mit Strandsegeln. Die rasenden Dreiradpiloten bewundert auch der Lütte Werner. Mein Vater kriegte einen dieser ersten Goliaths. Und weil er schwer kriegsbehindert war, hatte der hinten eine wunderschöne Pressspanplatte. Und auf dieser Pressspanplatte war Wernerchen, damals so 12, 13 Jahre alt, als Hilfsmotor. Denn immer wenn Vater im Sand steckte, musste irgendjemand raus und antreten. Und mein Vater hatte sozusagen als Sondervergütung, er durfte angeschoben werden. Und der Schieber war ich. Fotos gibt es komischerweise immer nur, wenn Vater junge Frauen hinten drauf hatte. Aber irgendwann habe ich dann auch gesagt, ich will jetzt auch, ich will jetzt auch. Und dann bekam ich meine erste DN, 6,5 Quadratmeter Yacht. DN ist ein Eissegler und irgendwann haben wir gesagt, diese geilen, schnellen Dinger vom Eis, die können wir da auf dem Land haben, haben da einen Vorspring, also vorne eine Planke angebaut, das Rad dran gemacht und dann sind wir mit den Dingern losgefahren. Das war wirklich Segeln pur und Segeln Spaß und du hast vor allen Dingen sehr direkt gesegelt, weil das war eine Kiste. Und du lachst immer auf der, wenn das ruppel, ruppel, ruppel macht, immer ruppel, ruppel, ruppel. Aber es war unheimlich schön und es war unheimlich schnell. Jede freie Minute verbringt Familie Junge auf dem Strand. Oder im Wasser. Abends werden die Segler einfach weggehängt. Unter der Arche Noah hatte man Rampen gebaut und da wurden die abends, wenn wir dann fertig waren mit Segeln, wurden die dann mit Seilen hochgezogen und hingen alle unter diesem Pfahlbau. Die Halbstarken verziehen sich dann natürlich nicht allein und brav ins Friesenhäuschen. Sie gehen feiern. Und Werner wäre nur zu gern dabei gewesen. Blödes Handicap, seine Mutter ist immer mit am Strand und passt auf ihn auf. Die schnelle Helga gehört damals zu den wenigen Frauen am Segel. Bis zur Europameisterin bringt sie es und zeigt den Männern gern, wo es lang geht. Irgendwann darf dann auch Wernerchen bei den Größeren mitspielen und wird selbst eine coole Sau am Segel. In the summertime, when the weather is high. Der Jungstraum war eigentlich, dass das nie zu Ende gehen sollte, weil wir haben hier wirklich tolle Jahre erlebt und ich bin nach der Schule dann mit dem Fahrrad, später mit dem Mofa und dann mit dem Moped hier hingefahren, dann haben wir aufgetakelt, dann sind wir rausgefahren, dann sind wir den ganzen Nachmittag hier gewesen und unter der Woche waren wir allein. Unter der Woche gehörte uns der Strand und war ganz weit draußen und es war schön. Eine Kindheit in Nordfriesland ist keine Schönwetterkindheit. Viel zu oft ist man auf der Flucht vor dem nächsten Tiefdruckgebiet. Sonnige Strandmomente bleiben daher besonders gut in Erinnerung.
Nördlich von St. Peter-Ording liegt das nordfriesische Wattenmeer. Eine Herausforderung für Seefahrer. Bei Unwetter finden sie Zuflucht im Hafen der Insel Nordstrand. Klaus Kittelsen ist an diesem Hafen aufgewachsen und heute Nationalpark-Ranger im Wattenmeer. Dass wir hier natürlich tolle Kinderspielplätze für uns, für mein Erlernmutter, die schrecklich werden haben. Weil eine Hauben zu spielen, wo sind die? Oder wo, ich glaube, ich will auch noch, sag nicht so ganz einfach und fehl unterwegs. Klaus und Nordsee gehören untrennbar zusammen. Hier löppen Schlüsen, hier ist ein Baggerloch. Wir haben früher die Dächer von Autos aufsaugt, also so. Und die dann als Flöße genommen und damit unterwegs. Also für uns oder für mich super, aber wie gesagt, mein Eltern haben das läufig nicht leicht hat. Wo sind die bloß, wer die Jungs? Vater Ludolf ist anfangs sogar noch am anderen Ende der Welt auf Walfang. Die junge Familie Kittelsen muss monatelang ohne ihn auskommen. Er gehört zur Mannschaft einer griechischen Flotte, die in den 50er Jahren noch Jagd auf Meeressäuger macht. Ludolf Kittelsen hält die blutige Angelegenheit mit dem Fotoapparat fest. Er macht hier gutes Geld und die frisch gebackene Gattin lässt ihn deshalb ziehen. Also sie haben heiratet in Juli und in, ich meine, es ist in August instinkt, da werde ich auch gar nicht genau, auch, ja, Mutter auch. Weh. Also klicken nur doch die und dann wird er nächsten Monat weg. Dann, nach dem frostigen Einsatz in der Antarktis, kehrt das Schiff zurück nach Deutschland. Sehnsüchtig erwartet von den Familien. An Bord ist auch der Vater von Klaus, der die Nase voll hat von dem Job. Vater Kittelsen will nie wieder auf große Fahrt. Klaus ist gern mit seinem Vater unterwegs, der ihm alles über die Nordsee und das Leben beibringt. Zum Inselalltag gehören schon damals Seehunde, gleich vor der Haustür auf den Sandbänken. Klaus beobachtet solche seltsamen Annäherungsversuche fast so gerne wie die Tiere selbst. Mein Vater ist Seehundsjagd auf Seher, wieder die Andy. Hätten die auch damals schon, aber man nennt sich Seehundsjäger und mein Bruder sagt noch Seehundsjäger oder nennt sich auch so eben noch Seehundsjäger, als Seehundsjagdaufseher. Hier haben wir die Entscheidung zu droppen, welche Tier überhaupt und wann wird wer und alle anderen Dinge muss ich auch in der Hoch haben. Klaus greift lieber zum Fernglas als zum Gewehr. Ich muss nie schäden. Also ich bin kein, erstmal kann ich nicht, kann ich glaube ich nicht droppen, wenn ich mich recht erinnere. Durch meine Tür hat man immer versorgt. Aber ich bin kein Gewehrmensch, wenn man so will. Also ich mache lieber Kicken und lieber Tau-Kicken. Und ich habe Chip fort. Da wäre dann für mich wichtig, wenn sie dann Rut fahren, dann tue ich mit und kann auch mal stören und Chip fahren. Er fährt auch gerne auf den Fährschiffen mit, die genau vorm Elternhaus ablegen. Noch heute arbeitet er an Bord. Mein Name ist Klaus Kittelsen und ich bin Nationalpark-Ranger im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Und in diesem Nationalpark werden wir uns auch auf unserer heutigen Fahrt die ganze Zeit aufhalten. Ich bin als Kind schon hier unterwegs gewesen. Ich kenne noch die Seehundsjagd, die es früher gab. Die Tiere sind seit langem geschützt und das ist auch gut so. Eine Kindheit in freier Wildbahn ist für waschechte Friesen durch nichts zu ersetzen. Und Klaus gibt sein Naturwissen gerne weiter. Der erste haben wir schon gefangen. Was Klaus an Bord erzählt, war schon so, als er selbst ein kleiner Bengel war. Bei uns wird tatsächlich so. Wir haben Sylben mit einem Ruderboot oder eben mit unserem Motorboot. Sind wir gut vor, haben Nismo schon geholt. Wir haben Wellhornschnecken geholt, Butter, die in Debre Butter vorkommen, die man auch essen kann. Ich habe Sandklaffen schon gekauft oder sogar mit einem Taschengeld mit verdient, weil das einigen gave auf Nordstrand, die ich schrecklich gerne hätten den. Aber das ist nicht so ganz einfach. Du musst 20, 30 cm deep graben in den Schlick. Das sind große Muscheln, schmecken klasse. Die nennen wir Pistas, wenn man das Wort kennt.
Bei Schiedwetter fragen sich Fremde schon mal, wie man hier leben kann. Auch Klaus wollte früher weg von hier. Aber eigentlich hat er Nordfriesland nie wirklich verlassen. Hier ist es ja nun mal ein extremer Lebensraum. Das ist ja auch immer wenn. Nicht bloß für die Tiere, die hier leben, da unten im Wattenmeer oder an Wattenmeer, auch für die Menschen, die hier leben. Und ich glaube, das verbindet schon. Und wenn man auch, oder ich muss natürlich auch gerne Hamburg sehen wollen und Berlin sehen wollen und vielleicht mal einen Titel lang leben oder vielleicht noch wieder Togon, wie gesagt, da wo es warm ist. Aber so schnell geht man die Städte in Schienburg doch nicht. Spätestens, wenn die Sommersonne wieder durchkommt, sind alle Fluchtgedanken verflogen. Amrum. Noch ein bisschen weiter oben. Auch da heißt Kindheit draußen sein, am Meer. Der Wirt der legendären Blauen Maus ist bis heute ein Frischluftkind. Aber Jan van der Weppen ist auch der Sohn eines Kneipiers. Meine ersten Erinnerungen an die Kneipe waren eigentlich, dass ich jeden Morgen vorm Saubermachen in die Kneipe gegangen bin und mal rumgeguckt habe, ob da nicht noch ein Groschen lag oder da mal ein Mark. Und das gab es fast immer. Es war früher viel voller wie heute und da fiel mir was runter und es wurde auch nicht aufgesammelt. Ich hatte immer so mein Taschengeld, so meine 7, 8, 9, 10 Mark und das in 50 Jahren, das war gut. Ein guter Schnitt. Ja, die größte Summe habe ich mal unter diesem Baum, unter dem Busch damals gefunden. Das waren so fast 500 D-Mark. Die hat irgendeiner verloren, ein Fischer. Der war da sehr betrunken hingefallen und hatte unter anderem auch sein Gebiss verloren. Für das Gebiss habe ich nochmal extra gekriegt. Boote ziehen Jan magisch an, obwohl er nicht schwimmen kann. Im Hafen, da war ja früher noch gar nichts los. Ja, Yachten und sowas kannten wir nicht. Fischkutter waren früher da, aber dann hatten die Hafenarbeiter hatten so ein, zwei Arbeitsboote und die waren hervorragend gesichert. Also den Knoten konnten wir auch aufmachen. Dann ausgeliehen, Arsch voll gekriegt, ne? und los. Ne? Da haben wir Badewannen den Bauern von den Feldern geklaut und haben uns dann in die Badewanne gesetzt, über Vogelkoje paddeln und so. Nicht? Das war immer Mutprobe. Wir haben alle, fast alle nicht schwimmen können. Und aus meinem Bekanntenkreis konnte einer schwimmen, das war Jürgen Kramer. Der hat dann aber auch nie das Gefühl für die Boote gekriegt. Wenn es zu schwierig wurde, schmiss ein Anker weg und schwamm an Land. Also, das konnten wir uns nicht erlauben, weil wir konnten nicht schwimmen. Amrum ist schon damals nicht der Nabel der Welt. Aber in den 60ern gibt es hier viele Kinderheime und jede Menge Kindergärtnerinnen. Jan genießt als Teenager die paradiesischen Zustände. Die Amrumer Frauenschwämme. Auf der Insel Amrum gibt es viele junge Mädchen zwischen 18 und 25, 26 und es ist nicht leicht, für sie einen Bekannten zu finden. Im Sommer ist es anders, da kommen viele junge Urlauber, man lernt viele junge Männer kennen. Für uns jungen Mädchen fangen die Schwierigkeiten erst am Abend an, man lernt einen jungen Mann kennen und nicht in jedem Heim ist die Hausordnung so großzügig wie bei uns. Wir dürfen bis 9 Uhr abends Herrenbesuch empfangen, in anderen Heimen dürfen also keine Herren ins Haus, aber wenn man dann abends jemanden kennengelernt hat und man tanzt dann bis 11 oder 12 und dann sucht man sich eben irgendwo einen Platz. Bei den jungen Urlaubern ist es nicht allzu schwer, die haben ihre Zelte am Zeltplatz, ist nicht weit weg von der Maus. Blaue Maus ist der sinnige Name eines Tanzlokals in Wittdün, das als Kontaktstelle für Bekanntschaften dient. Da können sich die jungen Mädchen um den jungen Amrummer, den Krabbenfischer, den auswärtigen Bauarbeiter und ab und zu um einen jungen Kurgast bemühen. Wir haben hier sehr viele Kinderheime gehabt. Da wurden damals die Kinder zur Kur geschickt. Nicht so wie heute mit Krankheiten, sondern quasi nur zum Füttern und so weiter. Und um mal Luftveränderung, wie man das damals nannte, zu kriegen. Und das waren 10 oder 12 Heime mindestens. Und die hatten schätzungsweise 1000 weibliche Angestellte. Und die alle sehr jung waren. Deshalb waren auch die Büsumer Fischer hier. Wir haben hier viele Krabbenfischer, die fahren morgens raus, kommen nachmittags wieder und haben dann am Abend viel Zeit. Es gibt Mädchen, die gehen mit den Fischern aufs Schiff
aber es sind nur bestimmte Typen. Ich würde nicht mit raufgehen. Ich mag junge Männer sehr gern, aber es muss ja nicht gerade ein Krabbenfischer sein. Also ich kann dir sagen, dass zwischen 1955 und 1965 jede zweite Ehe in Büsum auf Amrum angefangen war. Und wenn dann die Fischer später noch nach Amrum wollten, kriegten sie immer zu Hause Haue, weil die Mädels ja wussten, was hier abgeht. Also es war hier ein Männer-Frauen-Verhältnis im heiratsfähigen Alter, um das mal so auszudrücken, von 1 zu 15. Bekanntlich gibt es auf Inseln viele Dünen. Düne 13 ist bei uns allgemein bekannt. Unter der Bezeichnung Düne 13 weiß jedes Mädchen, was gemeint ist. Und warum nicht in den Dünen? Ich erinnere mich daran, als wir dann uns um diese Mädels kümmerten. Die Mädels schliefen meistens zu zweit oder zu dritt in einem Zimmer. Das war dann ganz lästig, da muss man dann immer einen in die Kneipe schicken, weil, naja, die Zimmer frei waren. Aber das haben die Mädels auch untereinander so geregelt. Später hat Jan dann eine Kindergärtnerin geheiratet und erinnert sich ausgesprochen gerne an die Frauenschwemme von Amrum. Das war hier eine ganz muntere Zeit, ja, eben die haufenweise Kinder, Mädchen und haufenweise Fischer, ne? Amrums Nachbarinsel im Osten ist Föhr. Es gibt einen ewigen Streit unter den Einwohnern, welche der beiden Inseln denn nun die schönere sei. Föhr hat seinen friesischen Charme behalten, ist noch nicht so verbaut. In den 60ern und 70ern ist Föhr noch viel abgeschiedener als heute. Eine Inselkindheit meist unberührt vom großen Weltgeschehen. Das Festland ist weit, weit weg. Brav geht es zu. Jedenfalls in der Familie von Eiken Ketelsen. Damals lebt sie noch auf einem Bauernhof in der Inselmarsch. Und für Eiken gibt es keinen guten Grund, diese kleine Welt zu verlassen. Also wir haben immer gesagt, bei uns zu Hause, da ist immer was los. Wir hatten immer genug zum Spielen, wir hatten immer was vor. Und das manchmal, wenn wir dann so ins Dorf gegangen sind oder gefahren sind, wir mussten ja immer mit dem Fahrrad fahren, da war es dann, fanden wir, langweiliger. Wir fanden bei uns zu Hause in der Marsch draußen, da wäre mehr los. Im Sommer vermieten die Eltern an Feriengäste. Wir mussten ja unsere Zimmer opfern. Wir sind alle nach unten gezogen, alle in ein Zimmer, alle Geschwister in ein Zimmer. Ne? Dann, so, da musste dann auch jemand in der Besucherritze schlafen. Nee, das war so. Aber das haben wir dann, anfangs war das ja ganz interessant und nachher, so am Ende der Saison, waren wir eigentlich froh, dass wir alle wieder hoch in unsere Zimmer durften. Der berühmteste Stammgast auf Föhr ist in den 70ern Hans Rosenthal. Jeden Sommer verbringt der Showmaster auf der Insel und zeigt sie einmal sogar einem großen Publikum. Es muss nicht immer Südsee sein, heißt die Sendung, die 1978 im NDR-Fernsehen lief. Da geht es um Menschen und Orte, die man auch früher gesehen haben sollte. Zum Beispiel die Kirche in Süderende. Unter den Kirchgängern Eiken Ketelsen, begeisterte Trachtenträgerin und Konfirmandin. Man muss keine Tracht anziehen, aber haben wir alle gemacht, weil irgendwo war immer eine Tracht in der Familie, die man entweder ausleihen konnte oder man hatte selber eine Tracht. Und die Tracht stammt ja noch damals aus der Walfängerzeit und da waren die Männer zum Walfang und die Frauen blieben hier alle alleine zurück und wollten auch ein bisschen Spaß haben. Eiken drängelt sich ungern in den Vordergrund. Aber irgendwie klingt das spannend für die junge Frau von Föhr. Ihr dürft im Film mitspielen. Liebe Konfirmanden, vor Jahren haben euch eure Eltern zur Taufe gebracht. Sie haben euch dem Herrn Jesus Christus anvertraut, so wie er euch euren Eltern anvertraute.
Das wurde nur nachgezeichnet, so eine Konfirmation. Da konnten alle teilnehmen, die wollten. Herr Pastor Völker, einen Augenblick bitte. Warum tragen die jungen Mädchen in der heutigen Zeit zur Konfirmation die alte Tracht? Weil das in unserer Gemeinde von alters her die Festtracht der Gemeinde ist. Auch die Erwachsenen tragen solche Tracht gerne zu ihren Feiern und Festen. Wir im westlichen Teil unserer Insel pflegen noch eine lebendige Tradition und benutzen das nicht nur als Schaugeschäft für Touristen. Wir wussten nur, dass wir dann vom Pastorat in die Kirche gehen und dann sollten wir uns aufstellen. Und dann kam ja Hans Rosenthal und wollte dann auch einige Mädchen interviewen. Aber wen er jetzt im Endeffekt interviewen wollte, das wussten wir nicht. Da hatten sich zwar ein paar Mädchen vorbereitet, aber die wurden nicht gefragt. Und für alle die Knochen frei sein. Siehst du die Tracht gern an? Ja, möchte ich gern anhaben. Das ist mal was anderes als immer Jeans. Wann wirst du denn diese Tracht das nächste Mal tragen? Tja, wenn dann eine große Festlichkeit ist. Dann wird sie immer getragen. Ja. Wie lange braucht man zum Anziehen dieser Tracht? Eine halbe Stunde bis eine Stunde. Ja, manchmal muss man dieses Tuch, dieses Halstuch ja noch auf ein Tuch stecken mit so 100 Nadeln oder 80 Nadeln. Und das dauert auch seine Zeit. Und das Kopftuch hier, das muss auch noch gebunden werden und die Haare gesteckt. Und dann auch der Silberschmuck hier vorne. Also der Silberschmuck, der ist ja schon ziemlich wertvoll. Da kann man natürlich auch so ein paar Münzen noch dazu hängen. Und wer will, kann damit angeben. Eiken will nicht angeben, aber sie ist stolz auf ihre Heimat. Auch auf die Tracht und die Muttersprache, der sie bis heute treu geblieben ist. Ferring aus min Mamansbrig, an Ektengun Ferring, an der Ramalguk am letzten Ferringsnörkel. Tut et Musik da so 15 Uhr, weil wir da von ich gut, da von ich so ein Ferring Tracht gut an von et Oxmog, an wir Alexander und der Trachtengruppe ihn treten, an da habe ich und Ferring Dance hat, das von ich da ganz gut. An irgendwann, wir mir das alles zu. Wir mit Tuffelwerk immer, ach, es wäre so ein Tracht und Tutschen, die mache ich doch irgendwann, mache ich die irgendwo auch wissen. In ganz Nordfriesland sind Trachten längst aus dem Alltag verschwunden. Aber nicht aus der Erinnerung. Meine Urgroßmutter ist in Tracht gestorben, mit 94. Die hat nie etwas anderes außer Trachten getragen. Also jeden Tag. Man braucht das ja auch manchmal. Es gab ja gar nicht so viele Trachten. Die hat eigentlich immer diese Witwentracht getragen. Die ist mit 27 Witwe geworden, hat bis 94 gelebt. Ich habe sie nie anders gesehen wie in Tracht. Ganz nebenbei auch, als sie tot war, lag sie da auch in Tracht. Zwischen den nordfriesischen Inseln und dem Festland liegen zwar nur wenige Kilometer. Trotzdem gibt es viele kulturelle Unterschiede. In der Sprache zum Beispiel. Auf dem Festland wird mehr Platt als Friesisch gesprochen. So wie in Högl, wo Werner Hansen geboren ist. Zu seinen frühesten Erinnerungen gehört die Räumung seines Dorfes. Ich denke, wie fährt ich den Weg fair? Und dann werde ich da wie Högl verloren schon, weil erst die Russen hier eingedrungen sind und dann die Polen. Und daran kann ich mir entsinnen, dass wir unsere Späher kommen, dass einige Sorgen zusammenpacken mussten, Betten dürfen wir mitnehmen, etwas schon wie hier lotten. Die Alliierten suchen Wohnraum für befreite Zwangsarbeiter. Erst nach Monaten darf Werners Familie zurück ins Elternhaus. Jahrelang gibt es auch in Högl nur das Nötigste zum Leben. Ich kann nicht mal irgendein Bett. Ich habe mit meinem Bruder in ein Bett schlafen, bis ich verheiratet war. Solange wir das wär's. Und die Lütze legte inzwischen Irland, ne? Solange es wieder ging. Ne? Werners Kindheit in Högl ist alles andere als kuschelig. Weder daheim noch in der Schule. Zu der Erziehung hört auch mal ein Klaps, achtete von Mutter und vom Vater.
wenn wir gar nicht parieren, denke, da wäre üblich. Da wusste man auch, kann man sich auch einstellen. Und in der Schule, die Lehrer, die, wenn die Geburt fahren, dann hat er auch seinen Rohrstock. Da geht auch mal hin mit. Ne? Der Eindruck täuscht. Werner ist kein Musterknabe. Und der Ton unter den Schülern würde heute das Jugendamt auf den Plan rufen. Aber damals ist hier alles ein bisschen rustikaler. Man schafft sich dann immer ein Opfer oder man muss sehen, wer der Stärkste ist. Und das wird irgendwie immer, aber immer harmlos. Ne? Wenn einer dann eben nicht mehr kommt, wäre auch gut. Dann lebt man noch ab davon. Ne? Die Hansen-Kinder haben es nicht weit zur Schule. Sie liegt gleich nebenan. Die werden zwei Klassen. Ne? Immer die erste mit Pferde und die fünfte mit Nengte. Die werden da in einen verbunden. Ne? Und da haben die großen Dienst oder die großen Schüler haben schon die Lütten holen werden. Und das wir leben irgendwie ganz toll. Das alljährliche Schulfest mit Umzug durchs Dorf gehört zu den gesellschaftlichen Höhepunkten. Högel bereitet seine Lütten auf eine bodenständige Zukunft vor. Damals denkt niemand an internationale Karrieren. Und kein Schüler vermisst die große, weite Welt. Also ich finde, wir haben eine tolle Kindheit gehabt. Wir haben nie hungert und haben nie irgendwie was entbehrt. Werner wird Landmaschinenmechaniker und übernimmt die Firma seines Vaters. Wir haben hier alles repariert, ne? Fahrräder und also wo mit Vorrädern verhandelt und wo waren repariert. Ich konnte damals nicht, wo alle Frühs, aber Vorräder zu melken vor sind, konnte ich so nie 800 aufspecken in eine halbe Stunde, fix und fertig. Ne? Da braucht man heute schon einen Tag, glaube ich. Ne? Da wollen wir Routine treiben, um das zu machen. Ne? Schon als Kind hat er auch an Motoren rumgebastelt. Heute sammelt Werner Hansen alte Autos und alte Traktoren. Und als gelernter Mechaniker kann er sie selbst in Schuss halten. Dieser Traktortyp war das Standardmodell seiner Lehrzeit. Den hätte ich auf Bauernschlepper. Das ist der, was hier in die Technisierung inleitet hat. Die Pferde wurden in Zahnung gegeben und das Hecker war köfter, wie es so die Tito macht. Wie gut für Werner. Denn Pferde sind nie sein Ding gewesen. Seine Welt sind die Motoren. Leider betreibt Werners Vater auch die Mühle in Högel. Und bei der Getreideernte muss Werner mit anpacken. Auch nicht so sein Ding. Überhaupt lässt ihn der Vater nie von der Leine. Werner wäre gern im Nachbardorf in die Lehre gegangen. Aber das kommt gar nicht in Frage. Also ich bin hier mit Samten in die Lehre gegangen. Und bin hier, leider muss ich zu Hause bleiben, weil hier wäre ein Gesell wie Ut vorne mit Hus. Mein Vater wäre schon relativ old. Und ich habe schon eine Lehrstelle schon und da muss ich wohl wieder zurückholen, weil ich dann mit Hus bleiben soll. Ich konnte auch schon relativ fair, schon, weil ich immer eine Werkstatt mitholen habe. Dann habe ich praktisch schon von null auf angefangen und habe hier gelehrt und bin auch hier praktisch in den Betrieb bleiben dann nachher. Ne? Natürlich hat Werner große Träume. Die meisten haben einen Motor und vier Räder. Ich bin natürlich schon mit Hus an der Straße am Sonntagmittag. Und dann kämen ein paar junge Leute vorbei mit so einem Auto. Die sehen natürlich paar, zwei sind achterab und zwei vorne. Und dann wäre ich mir, das muss ich irgendwann mal haben, so ein Auto. Ne? Und dann ist mir das irgendwann mal glücklich. Ich wäre allerdings in grün, das Auto weg, den sehen habe, und nun ist es rot geworden. Nach und nach holte Werner alles nach, was ihm als Junge versagt blieb. Und manche Eigenheiten seiner Kindheit hat er mittlerweile völlig abgelegt. Er verhaut zum Beispiel keine anderen Leute mehr. Und die Geschichte geht nahtlos weiter. Oke Hansen ist Werners Sohn, wohnt auch in Högel und ist in Vaters Fußstapfen getreten. Seine Fotos beweisen, noch in den 70ern und 80ern ist eine Kindheit in Nordfriesland ziemlich schmucklos. Oke, der Kleine auf der Waschmaschine, wächst mit drei Geschwistern auf und diversen Kaninchen, die er längst alle überlebt hat. Natürlich wird der kleine Hansen ein leidenschaftlicher Liebhaber von Fahrzeugen aller Art. Und er blüht so richtig auf, wenn Schulschluss ist. Dann hätte man sich droppen an Bushus, ne, zentrale Anlaufstelle, vielleicht um zwei oder um drei, wenn man Schularbeiten mockt hätte.
Bett später, ich wäre immer ganz früh. Ja, ich habe dann irgendwo geschmückt, heimlich. Und dann habe ich hier Dorbi auch mal so einen Strohhuben anzündet, hier auf Feld. Ein großes Strohhuben wäre das. Ja, wäre schon probieren. Indem wir spät haben, man zündet der an und wer als erstes sich umdreht, ist ein Feigling. Und irgendwann brennt das halt mal so, da kann man nicht mehr löschen. Ja, man hätte mal mit dem Football ein Fenster schief inschotten. Oder von Vaters Auto der Handbremse löst und ist dann der Hofplatz runterholt. Das ist natürlich auch dann, als man so Foftein, Süßtein wäre, dass man sich dann auch droppen hätte wie einer und dann nur hier ja, so Spille mockt hätte meiert oder sowas mit Schnaps. Und da hätte man mal den ersten Absturz hat, bevor man Achtein wäre natürlich. Zu den Highlights der jungen Lüt in den 80ern gehören Open-Air-Festivals. Tanzveranstaltungen sind immer gute Kontaktbörsen. Deren findet man eigentlich klassisch besoffen in der Disco. Und dann ergiftigt das, ob das was ist oder ob das eben nichts ist. Der Charme von Högl erschließt sich manchem erst auf den zweiten Blick. Dorffeste können dazu beitragen, wenn man es mag. So wie der Feuerwehrball oder das Erntedankfest gehört Ringreiten zu den wichtigen Ereignissen im Jahr. Mit Ringkriegen verbinde ich hier auf Dörp. Das geht immer sehr früh los, ob im Sonnum. 8 Uhr antreten und dann war erstmal ihn verteert. Dann waren die Könige erfolgt, da war doch einmal ihn verteert. So dass man irgendwie gegen 8:30 mal auf den Platz kommt und schon guter Stimmung ist. Und dann wird erstmal ihn verteert. Und dann fängt das mal an. Damals kümmert sich niemand darum, ob Wüstefeste vielleicht Folgen für die Gesundheit haben oder die Kinder verderben. Hier thront Oke gerade auf Vater Werners Schultern. Die Männer mit den Gewehren schießen nicht auf die Pferde. In Högl gibt es parallel zum Ringreiten auch traditionell Schieß- und Kegelwettkämpfe. Hoch zu Ross gibt es nur ein Ziel. Mit der Lanze möglichst viele Ringe erwischen. Wer die meisten kriegt, wird König. Und muss natürlich einen ausgeben. Das ist nochmal das Mophobie, das ganze Thema. Und dann, wo wir einen Umzug mockt, der Dörp, dann wurden die Könige der Achlebert. Mit ein paar Getränke und dann wird das irgendwie orms das Fest. Und wer kann, die ging dann noch hin. Aber wäre auch für uns Kinder immer schön. Man konnte immer auf den Platz gehen und da wäre Musik. Und die Feuerwehrkapelle spielte da in so einem Innerschlag. Da wäre schön. Eine Kinnertiet in Nordfriesland prägt einen. Manche werden ruhig und klar. Andere schräg und wild. So wie der Liedermacher Knut Kiesewetter. Schräger Vogel war ich sehr schnell. Auch wenn ich mir heute darüber Gedanken mache, wie ich mich damals als Kind benommen habe, muss ich doch ziemlich auffällig gewesen sein. Ich musste immer besondere den Tarzan-Ruf nachmachen. Durch ganz Garding schaltet der. Und ich bin anderen Menschen ziemlich auf die Nerven gegangen. Und war ein Zappel-Philipp und musste immer alle anderen zu streichen anleiten. Und dann haben wir immer Altmetall verkauft bei einem, der verkaufte vorne Kleidung, der hieß Hansen und dadurch hier Hanne Plünn. Und dann sind wir hingegangen und haben dem Altmetall verkauft und dann sind wir wieder hingegangen und haben die unauffälligsten Stücke wieder rausgesucht. Und haben sie ihnen dann ein zweites und ein drittes Mal verkauft. Wir sind ja von Garding nach St. Peter gezogen. Und in St. Peter wollten mein Bruder und ich gerne Noten lernen. Und dann sind wir in die Feuerwehrkapelle eingestiegen. Aber wir haben dann auch immer die große Trommel mitgenommen, weil mein Bruder ja inzwischen eine Jazzkapelle aufgemacht hatte. Bis ein bekanntes Ehepaar von uns goldene Hochzeit hatte und da sollte die Feuerwehrkapelle spielen. Und nun hatten sie die große Trommel nicht und der musste auf den Pappkarton hauen und wir waren achtkantig rausgeflogen.
If you really wanna know if I can stand your brand of love, then try me. Dass er mal ein berühmter Musiker werden sollte, lag nicht an der Feuerwehrkapelle. Ich kriegte eine Platte in die Finger. Darauf spielte mit Louis Armstrong zusammen ein Posaunist namens Jack Teagarden. Auf dieser Platte stand Jack Teagarden Trombone. Ich wusste aber nicht, was ein Trombone ist. Bis ich dann mitkriegte, was ein Trombone, also eine Posaune ist, ich wollte das unbedingt lernen, weil ich mich darin so verliebt hatte, was der Teagarden spielte. Und er war aber auch der Beste der Zeit. Und da wollte ich das unbedingt lernen. Und als ich nun diese Posaune sah, war ich entsetzt. Aber das war ja nun ein Trombone und deswegen habe ich unverzagt angefangen, drauf zu üben. Ein Musiklehrer des Gymnasiums in St. Peter, der hat mich auf der Posaune gehört und hat gesagt, er will mir Unterricht geben, weil er das so gut fand, hat er gesagt. Und habe ich gesagt, ich habe kein Geld, das kann ich nicht bezahlen. Hat er gesagt, das tue ich umsonst, weil er ja nur gehört hatte, dass ich Musiker werden wollte und ich Musik studieren wollte. Er hat mir zwar furchtbar davon abgeraten, denn wenn man Musik zum Beruf macht, verliert man die Freude dran, hat er mir erzählt. Knut zieht als Student in die Welt und kriegt Heimweh. Als ich nach Nordfriesland zurückkam, stellte ich fest, dass diese plattdeutsche Sprache, die ich eben sehr mag, dass die doch immer mehr in Vergessenheit gerät. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du einfach plattdeutsche Lieder schreiben und auch mal plattdeutsch singen. Wollte meine Schallplattenfirma überhaupt nicht. Und da habe ich zuerst auf zwei LPs je ein plattdeutsches und ein friesisches Lied draufgeschummelt. Beine ist bohren und hey ha noch nade Ohren. Doch vom sind dröge Darm, sei kräftig an to knurren. Hey, kriegt zu trinken und lüt Peifung an zu dünn. Je mehr hey drunk, je mehr hey den Mutters Boss versinken. Sein Name ist der Peise, nun mag noch bloß kein Schloss. Dat wär die Engenuss, das noch mehr genüpft. Zurück nach St. Peter-Ording. Wo Knut Kiesewetter einst Posaune spielte und Werner Junge Strand segelte. Und zehntausende Kinder gesünder werden sollten. Verschickt zur Kur am Meer, wegen der guten Nordseeluft. Zwischen den Kurkindern leben auch einheimische Kinder. Die Kinder der Heimleiter, wie Britta Gummert und Martin Spielmann. Wir sind damit aufgewachsen, im Kinderheim. Wir standen immer im Kinderheim, genauso wie unsere Kinder im Kinderheim aufgewachsen sind. Immer nebenbei, also zwischen den anderen Kindern. Wir waren buchstäblich integriert. Meine Mutter hatte zwar Räumlichkeiten, wir waren ja alleine, mein Vater ist gefallen, wo wir dann nur bedingt hin durften. Die hatte von 1 bis 3 Mittagsstunde und Gott Gnade, wir haben sie gestört. Um 3 Uhr hatten wir zu erscheinen mit einer Tasse Kaffee, die fertig war. Dann war sie topfit und dann durften wir da auch wieder in ihren Räumen sein. Aber in erster Linie waren wir irgendwo ein Kind von vielen. Und viele Kinder heißt wirklich viele Kinder. Sie kommen in Scharen, sogar in Sonderzügen aus ganz Deutschland, regelmäßig verschickt von den Krankenkassen. Die meisten leben in Großstädten, sind eher blässlich und müssen aufgepäppelt werden. Die kränkelnden Kleinen werden für die Erwachsenen zur verlässlichen Einnahmequelle. Zur Freude von Martin und Britta. Wir hatten immer irgendwo neue Spielgefährten, immer nette Leute. Und ich habe eigentlich nie Probleme gehabt, mich anzupassen und mit neuen Freunden Kontakt zu suchen. War immer schön. Langweilig war es nie. Die Verschickten sehen das manchmal anders.
teils war da die erste Zeit immer etwas schwierig. Evil Heim. Ja. Ja. Und es ist auch bei uns zwei oder dreimal passiert, dass Kinder wieder, nachdem sie hier waren, sich dünne gemacht haben und auf dem Weg nach Hause. Aber die meisten bleiben da. Mein Bronchitis. Und ich habe zu wenig Blut. Weil ich so Kopfschmerzen habe und weil so ein bisschen nervöse Störungen, deswegen. Ja, warum weinst denn du mal? Was? Was ist denn? Was ist denn so schlimm? Ja, wie heißt denn du, sag mal? Ja. Das hat doch bloß auf die Zehen wackelt. Das ist doch gar nicht weiter schlimm, du. Ja. Das macht doch der Doktor zu Hause auch. Wie alt bist du denn, sag mal? Was? Wie viel? Na, zähl mal. Sechs? Ungefähr. Sechs, ja, fein, dann kommst du in die Schule, ne? Ja, sicher. Das Kurprogramm gilt auch für Britta und Martin. Dann wurden wir mit der Gruppe rausgeschickt, wurden mitgenommen von den Angestellten, haben dann irgendwo im Wald Völkerball gespielt. Und dann gab es mittags um 12 Uhr Mittagessen. Spätestens dann wird den kleinen Kurgästen klar, ob sie mit ihrem Heim Glück gehabt oder eine Niete erwischt haben. Ich habe was schön gehabt. Das mag ich nicht, ist damals noch ein völlig wirkungsloser Satz. Ja, jetzt spielen die Butter schön ins Gesicht, ne? Dann gab es wieder nachmittags die Mittagsstunde. 2 Stunden liegen, ja, mussten wir mitmachen. Und dann gab es wieder Strand oder Baden oder so. Und wir sind dann abends Abendessen und dann ins Bett. Britta Gummert und Martin Spielmann haben später selbst Kinderheime geleitet. Sie wussten ja, wie man das macht. Schließlich sind sie damit aufgewachsen und wurden schon als Jugendliche als Betreuer eingespannt. Und wir haben also da auch diese Fahrten mitgemacht, damit genügend Personal da war. Das war dann aber schon, wo wir dann so 15, 16 waren, dass wir da also mit aufgepasst haben, um die Kinder zu holen. An ihre Kurkinder geben sie die Leidenschaft für Dünen, Sand und Meer weiter. Martin Spielmann ist begeisterter Strandsegler gewesen. Genau wie Werner Junge. Auf der Sandbank haben beide schon früh den Thrill gefunden. Nur, dass es damals noch nicht Thrill hieß. Der Thrill beim Strandsegeln ist ganz einfach, dass du schneller als der Wind bist. Wenn es dann losgeht, dann geht es richtig los. Und wenn du dann 80, 90, 100, 110 fährst, dann weißt du schon, warum du dich auf diesen Strand einlässt. Und auf den Ort deiner Kindheit, Nordfriesland.